Hallo zusammen, wie ihr seht, bin ich mal wieder bei meinem Lieblingselement, dem Wasser. Ich starte jetzt hier im Wald nähe Warstein an so einem Bachlauf und mache heute mal so eine Querfeldeintour durch den Wald, wie ihr sehen könnt. Also, lasst euch überraschen, was da kommt. Ja, hier ist schon schön die erste Stelle zu sehen, wo das Wasser hier zwar durch Rohre rausgeleitet wird, aber ja, trotzdem ganz ansehnlich, finde ich. Genauso schön geht es hier weiter. Ich gucke jetzt mal, wie ich da am besten hochkomme. Aber wie ihr seht, hier mit diesen einzelnen Felsen dazwischen, es ist doch ganz spaßig. Ich versuche euch mal wieder ein bisschen mitzunehmen, ohne zu viel zu wackeln. Ihr wisst, das ist mein Riesenproblem, das wird so immer bleiben. Wahrscheinlich sage ich das viel zu oft. Aber mich ärgert halt, wenn die Qualität nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. So, da hoch. Oder da. Komme ich wohl eher nicht durch. Aber hier komme ich auf jeden Fall hoch. Ja, das werde ich machen, aber dafür muss ich die Kamera an die Seite legen. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht zu laut, dass ihr mich noch verstehen könnt. Aber es ist eine ganz tolle Ecke. Da komme ich jetzt zwar gerade mal nicht weiter. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, mal bis hier hinzugehen schon mal. Ich gehe jetzt mal wieder ein kleines Stück zurück und suche mir einen Übergang. Ja, hier sieht es so aus, als wenn hier so ein alter Forstweg oder Trampelpfad hochgeht. Den nehme ich jetzt erstmal. Nachdem ich da jetzt übers Wasser gekommen bin, mit trockenen Füßen, war so eine etwas schmalere Stelle. Da ging das ganz gut. Ja, hier liegt so einiges im Weg. Gehe ich da wohl weiter. Und damit das Ganze nicht schief geht, entschuldigt, es wippt und neigt sich alles ein wenig, sollte ich euch eigentlich wieder kurz beiseite legen. Aber hier geht es definitiv weiter. Ja, und jedes Mal, wenn ich solche Anhöhen sehe, die so leicht felsig sind mit Moos, denke ich mir, da geht's weiter lang. Weil man ja nicht genau weiß, was dahinter kommt, ist halt mal eine Spur interessanter, als nur so stupide auf den Wegen zu bleiben. Man muss natürlich darauf achten, dass man hier nichts zertritt, aber das sollte selbstverständlich sein. Oh. Ganz schön rutschig, die kleinen Scheißerchen hier. Ja. Ich gehe da lang. Hier mal die etwas anderen Beeren zu sehen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht von irgendeinem Rotwild ist, sondern eher von was Kleinerem wie Karnickelhasen oder sonstiges. Liegt hier so einiges rund um den Baum. Aber das nur am Rande. Ja, hier ist wieder eine von diesen vielen Senken, die es hier gibt. Ich würde sagen, ja, so 10 Meter haben die von Kante bis Boden. Gehen einmal hier runter. Ist jetzt nicht die Welt, aber da ist schon vor zig Jahren wahrscheinlich mal irgendwas ins Rutschen gekommen. Ja, noch kurz am Rande erwähnt, habe ich glaube ich noch nicht gesagt heute. Wir haben jetzt ja mittlerweile Januar schon und 1,5 Grad, aber trocken und wie ihr seht, halbwegs sonnig sogar, nahezu windstill. Ist echt ein perfekter Tag zum Laufen. Demnächst muss auch das Fahrrad mal wieder bewegt werden, aber das kommt die nächsten Tage.
Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich schon wieder aus dem Wald raus. Aber hier geht die Waldroute Sauerland weiter in diese Richtung. Das probiere ich jetzt einfach mal. So rein von der Aussicht her ist das hier auch nicht schlecht. Ja, nachdem ich jetzt hier das Stückchen da über die asphaltierte Straße gelaufen bin, kommt man hier an so einer Hütte raus, was ja recht idyllisch ist, mit Grillplatz, hat wirklich was. Was mich natürlich wieder übelst stört, hier hat wohl jemand seinen Müll abgeladen. Und das muss ja eigentlich echt nicht sein. Und das Ganze sieht aus nach Pizzakartons und sonstigen Müll, der eher gewerblich wirkt. Ich schaue mal, ob ich gleich da unten irgendwo Bescheid sagen kann. Aber ich verstehe es echt nicht. Und das ist ja nicht mal eben ein bisschen hier. Naja. Ich guck mal, dass ich weiterkomme. So in die Richtung. Echt eigentlich ein schönes Fleckchen hier. In die Jahre gekommen, aber völlig in Ordnung. Wie gesagt, links die Feuerstelle, die Hütte dort und da rechts eine Feuerstelle, die auch voll Müll gestopft ist. Na, was soll ich da noch zu sagen? Ich guck mal, da sieht's aus, als wenn da so ein Trampelpfad wäre. Echt, das ist so demotivierend, wenn man diesen ganzen Müll hier sieht. Man ist eigentlich recht glücklich und zufrieden, wenn man hier durch die Natur läuft oder geht. Und dann sowas. Also echt null Verständnis für. Null. Laufe jetzt so schön Richtung Sonne, wie ihr sehen könnt. Und sehe schon unterhalb von mir. Mal langsam schwenken hier. Hier geht dieser Trampelpfad weiter und da unten ist wieder ein geschotterter Weg. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Da sieht es wieder nach einem interessanten Weg aus. Mal gucken, wo das Ganze hinführt. Oh ne, da geht es nicht weiter. Aber vielleicht da. Ah, da ist sogar was vergittert. Man sieht da aber nichts. Gerade mal gucken, wo es hier weitergeht. Ja, da geht es auch nicht groß weiter. Mal gucken, was da oben ist. Hier ist jetzt wieder einer dieser wunderschönen Plätze, wo ich mir denke, bis hierhin nehme ich euch mit und alles Weitere werde ich jetzt noch auf Forstwegen Richtung Auto laufen. Also daher gibt es nicht mehr ganz so viel zu sehen wahrscheinlich. Schön, dass ihr wieder dabei wart und demnächst gibt es auch wieder mehr abwechslungsreiche Touren oder auch mal den ein oder anderen Bericht. Macht's gut, euer Markus.